Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren in dieser Woche den Landeshaushalt für 2021. Und das ist ja auch immer eine Bestandsaufnahme und eine Debatte über den Kurs der Landesregierung und ihre Prioritätensetzung. Und aktuell erleben wir das Zusammenkommen verschiedener Krisen. Die Corona-Pandemie, die Gesundheit vieler Menschen gefährdet und die sozialen Ungleichheiten weiter verschärft, die Klimakrise, die sich weiter zuspitzt, und eine wachsende Gefahr von rechts. Und die Politik der Landesregierung muss sich daran messen lassen, ob und welche Antworten sie auf diese Probleme gibt. Über die Corona-Maßnahmen haben wir eben lange diskutiert, und deshalb will ich darauf verzichten, Ihnen noch einmal vollständig darzustellen, was wir in diesem Bereich fordern und welche Maßnahmen wir kritisieren, auch mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Fest steht aber, dass die Corona-Krise die sozialen Ungleichheiten verschärft. Corona trifft alle, aber Corona trifft eben nicht alle gleich. Wer vorher schon ein niedriges Einkommen hatte, wer vorher schon keine Ersparnisse oder Schulden hatte, der kommt jetzt kaum über die Runden. Viele Menschen, die in Kurzarbeit leben, können kaum noch ihre Miete bezahlen. Und die Corona-Pandemie wirkt ja wie ein Brennglas und macht die Missstände, die es bereits vorher gab, noch einmal so deutlich sichtbar. Und das sehen wir in den verschiedenen Bereichen, auf dem Arbeitsmarkt, wo sich prekäre Beschäftigungen und Niedriglöhne ausgebreitet haben. Wir sehen es auf dem Wohnungsmarkt, wo die Mieten viel zu hoch sind in den Städten und sich viele Normalverdiener und Geringverdiener kaum noch eine Wohnung leisten können. Auch das verschärft sich jetzt natürlich in der Krise. Wir sehen das an den Schulen, wo seit Jahren über den maroden Zustand der Gebäude und über Lehrermangel gesprochen hat, und wir jetzt in dieser Krise merken, wie eklatant das ist und dass es eben nicht funktioniert. Und wir merken es natürlich ganz stark im Gesundheitssystem, beim öffentlichen Gesundheitsdienst, bei den Gesundheitsämtern, aber auch in den Pflegeeinrichtungen und in den Krankenhäusern, dass wir einen Personalnotstand dort haben, auf den seit Jahren hingewiesen wurde. Und deshalb gibt es hier einen Bedarf, und deshalb ist es so dringend notwendig, in die öffentliche Infrastruktur, in die öffentliche Daseinsvorsorge zu investieren. Und deswegen ist es so richtig, dass man sich, auch wenn es jetzt erst einmal nur zeitweise war, in dieser Krise von der schwarzen Null und von der Schuldenbremse verabschiedet hat. Weil mit Kürzung und schwarzer Null kommt man nicht durch die Krise, und das hat ja auch diese Landesregierung eingesehen. Ja, Sie haben die Schuldenbremse ausgesetzt. Das halten wir für richtig. Deswegen haben wir dem als LINKE auch zugestimmt, weil wir es immer für richtig fanden und immer für falsch fanden, dass es ein Kreditverbot gibt für öffentliche Haushalte. Und undogmatisch, wie wir sind und wie Sie uns kennen, stimmen wir dann eben auch Anträgen der Landesregierung zu, wenn wir sie für sinnvoll und wenn wir sie für richtig halten. Damit haben wir kein Problem. Und das haben wir auch im Bereich des Sondervermögens gemacht. Auch hier haben wir vielen sinnvollen Maßnahmen zugestimmt. Viele Maßnahmen, die wir über Jahre hinweg gefordert haben, dass Investitionen in verschiedene Bereiche erfolgen, dem haben wir zugestimmt. Und deshalb will ich ganz deutlich sagen, wir beurteilen Anträge grundsätzlich nach dem, was drinsteht und nicht, wer sie einbringt. Wir haben immer gesagt, die Schuldenbremse ist ein Problem, die schwarze Null ist ein Problem, weil sie Investitionen erschwert. Und ich will es noch einmal sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die CDU an einer inhaltlichen Frage umfällt. Solange sie in die richtige Richtung fällt, trifft das auf unsere Zustimmung. Aber das Sondervermögen reicht natürlich nicht. Wir brauchen ja dauerhaft Investitionen. Wir brauchen dauerhaft Maßnahmen, die dazu dienen, dass es eine soziale Gerechtigkeit gibt, dass die Menschen, die auf die soziale Infrastruktur doch am allermeisten angewiesen sind, sie auch haben. Und die strukturellen Probleme, die werden in diesem Landeshaushalt leider nicht angepackt. Und natürlich stellt sich auch die Frage, und die ist ja ein paar Mal hier in der Debatte auch aufgeworfen worden, wer zahlt denn eigentlich am Ende für diese Krise? Wir reden bundesweit von Summen in dreistelliger Milliardenhöhe, und es wird ja jetzt schon darüber gestritten, wer es am Ende eigentlich bezahlt. Schon jetzt über die Januarhilfe, zahlt es der Bund oder was zahlen die Länder? Und ich finde,
Vielleicht sollten wir mal aufhören, uns über die Frage nur zu streiten, zahlt es der Bund oder zahlt es die Länder, sondern mal die Debatte zu fragen, in den Raum zu stellen, warum zahlen das nicht eigentlich mal die Reichen und Vermögen in diesem Land? Die Kosten dürfen doch nicht wieder auf die breiten Teile der Bevölkerung abgewälzt werden. Meine Damen und Herren, es gibt in Hessen zwei Familien, deren Vermögen ist so hoch, dass es die Staatsverschuldung des Landes Hessen beinahe übersteigt. Und die Eigentümerfamilie von BMW bekommt jedes Jahr 1 Milliarde € nur aus ihren Dividenden von BMW-Aktien. 1 Milliarde €. Und das liegt vor allem daran, dass sie in eine Familie geboren sind, dass sie all das eben geerbt haben. Und wenn wir uns anschauen, dass die Reichen und Superreichen auch in der Krise immer reicher werden, und deshalb schlägt DIE LINKE, und da hat ja unsere Bundestagsfraktion ein Gutachten zu gemacht, schlagen wir vor eine einmalige Vermögensabgabe. Es gab so etwas schon mal. Es gab so etwas schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben, es wird vielfach ja gesagt, wir haben die schwerste Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Dann müssen wir eben auch zu Maßnahmen greifen. Und eine Vermögensabgabe, die 0,7% der Bevölkerung betreffen würde. Und ich muss sich den meisten Menschen müssen sich keine Sorgen machen, weil es gibt sollte einen Freibetrag von 2 Millionen € geben. Den haben die wenigsten. Aber deutlich zu machen, dass Menschen mit so großem Vermögen eben auch einen Beitrag leisten müssen, dass diese Krise bewältigt werden kann, weil die Alternative ist, dass es doch wieder die Zahlen, die jetzt sowieso schon riesige Einkommens- und Vermögensverluste in dieser Krise erlitten haben. Und deshalb ist Umverteilung das Gebot der Stunde, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, und zwar aus zwei Gründen. Erstens brauchen wir mehr Geld für die öffentliche Hand und für die Kosten dieser Krise. Aber es ist auch eine Frage von Demokratie. Und wenn die Ungleichheit in einer Gesellschaft so groß wird, dass die Vermögensunterschiede und die Einkommensunterschiede so groß sind, dann ist das auch eine Gefahr für die Demokratie, und dann ist das auch gefährlich für eine Gesellschaft. Und deshalb ist es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, auf Umverteilung zu setzen, die hohen Vermögen endlich zur Kasse zu bitten, um die Kosten für diese Krise eben auch tragen zu können, meine Damen und Herren. Schwarz-Grün spricht von Klimaschutz und Verkehrswende. Aber Worte werden das Klima nicht retten, an den Taten soll man sie erkennen. Und in den zurückliegenden Tagen wurden die letzten Baumhäuser im Dannenröder Wald geräumt. Über ein Jahr lang haben Aktive in den Bäumen in den Dannenröder Wald besetzt, um dort für den Erhalt des Waldes und gegen den Weiterbau der A49 zu kämpfen. 85 Hektar, jahrhundertealter, wertvoller Mischwald werden gerodet, Ökosysteme zerstört und ein Trinkwassergebiet gefährdet, um eine Autobahn zu bauen, die mehr Verkehr für die Region bedeuten wird. Im Waldzustandsbericht der grünen Umweltministerin ist nachzulesen, dass der Zustand des hessischen Waldes alarmierend ist. Der Waldschutz müsse intensiviert werden. Schwarz-Grün finanziert aus dem Corona-Sondervermögen Aufforstungsprojekte. Und dann wird wertvoller Wald für Autobahnen, Flughafenausbau und Kiesabbau gerodet. Was für ein Irrsinn. Hier im Landtag wurde häufig das Argument bemüht, die Autobahn werde ja nun mal jetzt seit Jahrzehnten geplant, und es sei ja jetzt auch zu spät, sie zu verhindern. Das hätte man früher machen müssen. Dabei gibt es ja seit Jahrzehnten Bürgerinitiativen und Widerstand in der Region. Und als der Bau der A49 geplant wurde, waren die meisten Menschen, die in den letzten Jahren auf den Bäumen im Dannenröder Wald saßen, die meisten dieser Menschen waren damals noch nicht einmal geboren. Sie konnten überhaupt sich nicht wehren, sie konnten sich nicht einbringen, aber ihre und die kommenden Generationen werden die Folgen dieser Politik spüren. Und da frage ich mich, wo bleibt an der Stelle eigentlich diese Generationengerechtigkeit, von der an anderer Stelle so gern gesprochen wird? Der Klimawandel ist nicht ferne Zukunft. Er ist längst real. Anfang des Jahres brannten die Wälder Australiens. Dürren nehmen zu. Gerade gestern war zu lesen, dass der November der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Und was macht man in Hessen? Man rodet einen Wald und baut eine Autobahn. Gegen jede Vernunft und gegen jede klimapolitische Verantwortung. Der Bau dieser Autobahn ist ein Fehler, und man hätte ihn verhindern können, man hätte ihn verhindern müssen. Ja,
es gibt Verträge zum Bau dieser Autobahn. Aber es gibt auch internationale Verträge, wie z.B. das Pariser Klimaabkommen. Warum ist es offenbar überhaupt kein Problem, diese Verträge permanent zu brechen? Und ich finde, das haben Carola Rakete und Luisa Neubauer, das haben sie gut auf den Punkt gebracht, als sie schreiben, wenn sie schreiben, weil einige die Macht haben, zu entscheiden, dass es in Ordnung ist, das Pariser Abkommen zu brechen, nicht aber einen Straßenbauvertrag. Weil es für Entscheider okay ist, die Einhaltung von Biodiversitätsabkommen zu gefährden, nicht aber einen Koalitionsbeschluss. Die entscheidende Feststellung vom Dannenröder Wald ist die, wir werden in den nächsten Jahren immer weiter, immer mehr Verträge brechen müssen. Die Frage ist nur, welche das sein werden und wer die Macht hat, zu entscheiden, welche. Systemfragen halt. Zitat Ende. Und ja, ich glaube, wir müssen entscheiden, welche Verträge wir brechen. Und das ist am Ende eine Frage des politischen Willens und der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Denn Recht und Gesetz sind nichts Statisches. Sie werden von Menschen gemacht und sie können von Menschen verändert werden. Und wenn geltendes Recht dem Klimaschutz und international vereinbarten Klimazielen im Weg steht, dann müssen diese rechtlichen Grundlagen und dann muss der Bundesverkehrswegeplan geändert werden. Denn mit dem Klima und mit physikalischen Prozessen lässt sich nicht verhandeln. Man kann wissenschaftliche Erkenntnisse verleugnen, die AfD-Fraktion in diesem Haus hat das perfektioniert, aber das setzt die Naturgesetze deshalb ja nicht außer Kraft. Man kann auch aus dem Fenster springen, weil man nicht an die Schwerkraft glaubt, nur wird das die Schwerkraft wenig beeindrucken. Und deshalb ist es notwendig, diese falschen getroffenen Entscheidungen infrage zu stellen und auch bereit zu sein, sie zu korrigieren, wenn es dazu ein größeres Ziel gibt. Und das Ziel muss sein, Einhaltung der internationalen Klimaschutzziele, Einhaltung des Pariser Abkommens und endlich Maßnahmen für den Klimaschutz, meine Damen und Herren. Wer kämpft, kann verlieren. Aber die Grünen kämpfen nicht mehr, sondern sie erklären, warum das, was sie selber lange gefordert haben, heute nicht umsetzbar sein soll. Statt die Proteste aktiv zu unterstützen und sich positiv darauf zu beziehen, verstecken sie sich hinter Verwaltungsvorschriften und erklären den Leuten die vermeintlichen Sachzwänge. Und das ist ja nicht nur beim Danni so. Das ist beim Flughafenausbau, bei der Werra-Versalzung, bei der Rodung des Bannwaldes für Kiesabbau an der Sering. Die Grünen stellen in Hessen den Verkehrsminister und die Umweltministerin. Aber bei der Verkehrswende, bei der Energiewende geht es überhaupt nicht voran. Und manchmal frage ich mich, Herr Minister Al-Wazir, warum wollten Sie eigentlich Verkehrsminister werden, wenn Sie gar nicht umsetzen können, was Sie behaupten, doch eigentlich zu wollen? Und ich will noch einmal einen geschichtlichen Vergleich bemühen. Das Atomendlager in Gorleben, das war entschiedene Sache. Das war gerichtlich durchgeklagt und beschlossen. Es ist den BIs im Wendland und der Anti-AKW-Bewegung zu verdanken, dass dieser Plan nach Jahrzehnten endlich vom Tisch ist, obwohl ja angeblich alles abschließend entschieden war. Oder auch der Hambacher Wald. Dort hatte auch RWE das Recht, den Wald zu roden und weiter Kohle abzubaggern. Der Protest von Ende Gelände, Fridays for Future und vielen anderen hat den politischen Druck so erhöht, dass der Hambi erhalten bleibt. Und das zeigt, Protest lohnt sich und er kann etwas verändern. Und deshalb war auch die Bewegung im Dannenröder Wald nicht vergebens, auch wenn sie die Rodung des Waldes nicht verhindern konnte. Erstens ist die Autobahn noch lange nicht gebaut und zweitens werden zukünftige Autobahnprojekte durch diesen anhaltenden Widerstand und die breite öffentliche Wahrnehmung noch schwerer durchzusetzen. Und deswegen kann ich nur sagen, Grüße in den Dannenröder Wald und Respekt an die Aktivistinnen und Aktivisten, die ein Jahr lang dort in den Bäumen saßen, in den Baumhäusern saßen und für den Erhalt dieses Waldes gekämpft haben. System change, not climate change. Das ist das Motto von Fridays for Future. Und Sie haben recht, ohne eine Veränderung der Macht- und Eigentumsstrukturen wird sich Klimaschutz, die Verkehrs- und Energiewende nicht durchsetzen lassen. Man muss bereit sein, sich mit den Konzernen und den Profiteuren anzulegen, die an fossilen Energien und übermotorisierten Autos gut verdienen. Und natürlich ist das auch immer eine soziale Frage, weil der Kampf um Klimagerechtigkeit und um soziale Gerechtigkeit gehören zusammen. Wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, eine Verkehrswende, einen massiven Ausbau des ÖPNV und eine konsequente Energiewende. Beim Bundesländer-Ranking erneuerbarer Energien liegt Hessen weit hinten.
Ganze 4 Windräder wurden im letzten Jahr in Hessen in Betrieb genommen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, das hätte die FDP auch nicht besser hinbekommen. 4 Windräder. Das ist doch ein Armutszeugnis für einen grünen Minister. Und Herr Minister, vielleicht könnte man ja diese Krise wenigstens einmal zum Anlass nehmen, um das Millionengrab Kassel-Calden zu beerdigen. Schon vor der Pandemie hat niemand diesen Regionalflughafen gebraucht. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, dieses kostspielige Projekt zu beenden. Das macht das Klima jetzt nicht wesentlich besser, da fliegt ja eh nichts, aber zumindest könnte man ein bisschen Geld einsparen. Zusammengefasst, beim Klimaschutz passiert viel zu wenig. Das ist bei der CDU wenig verwunderlich. Für die Grünen ist es blamabel. Meine Damen und Herren, am 19. Februar wurden in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Junge Menschen, die ihren Abend mit Freunden in einer Shisha-Bar verbrachten oder sich am Kiosk etwas zu essen kauften. So wahllos und doch gezielt, weil der Mörder Menschen mit Migrationsgeschichte töten wollte. Die Familien trauern um ihre Kinder, ihre Brüder, ihre Mutter. Das Leid, das den Familien angetan wurde, ist unermesslich. Die Opferfamilien und die Initiative 19. Februar fordern Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Niemand kann wieder gutmachen, was ihnen zugestoßen ist. Aber das Mindeste, wofür wir uns einsetzen können, ist, dass ihre Fragen beantwortet werden, dass die Hintergründe der Tat aufgeklärt werden und dass sie finanzielle Unterstützung erhalten. Wir dürfen diese Familien nicht alleine lassen. Und es müssen Konsequenzen gezogen werden. Nach so vielen rechten Anschlägen, nach der Mordserie des NSU, nach über 200 Toten durch rechte Gewalt seit 1990, fordern die Angehörigen der Opfer, dass Hanau nicht eine weitere Station von vielen sein darf. Hanau muss die Endstation sein. Die Gefahr von rechts wächst, auch in Hessen. Hanau, der Mord an Walter Lübcke, Bechtersbach, rechte Chatgruppen bei der Polizei, Morddrohungen des NSU 2.0. Wer rechte Gewalt und rechten Terror beenden will, muss die rechten Netzwerke erkennen, die Szene konsequent entwaffnen und Rassismus, Antisemitismus und allen anderen Formen der Menschenfeindlichkeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen den Kampf ansagen. Es muss Schluss sein mit dem Gerede von Einzelfällen und Einzeltätern, mit dem unter den Teppich kehren, Verschweigen und Verharmlosen von rechten Vorfällen in Sicherheitsbehörden. Dass der Bundesinnenminister sich nach wie vor weigert, eine Studie zu rassistischen Einstellungen der Polizei zu machen, ist ein Skandal. Es müsste den hessischen Innenminister aber nicht davon abhalten, eine eigene in Auftrag zu geben. Rassismus in der Gesellschaft und in staatlichen Institutionen muss bekämpft werden. Und die Wut und die Verzweiflung über diesen strukturellen Rassismus sind auch bei der Gedenkfeier in Hanau deutlich geworden. Als Freunde der Getöteten davon erzählten, wie entwürdigend und wie beschämend es ist, immer und immer wieder anlasslos in Polizeikontrollen zu kommen, vor den Augen von Passanten und Nachbarn. Dass Eltern ihren Kindern sagen, dass sie in der Schule mehr arbeiten müssen als andere, weil sie nicht die gleichen Chancen haben. Wie schwierig es ist, mit einem nicht deutschen Namen eine Wohnung zu finden oder auch nur an einem Türsteher einer Diskothek vorbeizukommen. Dass man bei der Polizei oft nicht ernst genommen oder gar verdächtigt wird, wenn man selbst Opfer geworden ist und um Hilfe bittet. Dieses Gefühl, Menschen zweiter Klasse zu sein, nicht dazuzugehören, anders behandelt zu werden, Vorurteilen ausgesetzt zu werden. Und es ist gut, dass es Bewegungen gibt wie Black Lives Matter, die den Protest dagegen auf die Straße bringen und die vor allem diese Erfahrungen in eine breite Öffentlichkeit bringen und sie nicht verschweigen. Die Diskriminierung bei der Arbeitsplatzsuche, bei Behörden, auf dem Wohnungsmarkt und in den Schulen müssen beseitigt werden. Racial Profiling muss unterbunden werden und zivilgesellschaftliche Initiativen und Beratungsangebote gegen rechte Gewalt müssen gestärkt, finanziell besser ausgestattet und langfristig gesichert werden.
Und ich will nur daran erinnern, dass die Landesregierung im letzten Jahr Geld in die Hand genommen hat, um eine Kampagne gegen Linksextremismus an den Schulen zu machen. Aufgeklärt statt autonom haben sie die genannt. Ich finde diese unsägliche Gleichsetzung, die immer wieder passiert, zwischen rechts und links, die muss aufhören, weil sie ist dumm. Und sie ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte gefährlich und sie ist geschichtsvergessen. Wir müssen doch die geistigen Brandstifter benennen. Wer von Messermännern, Kopftuchmädchen und anderen Taugenichtsen spricht, wer Muslime, Migranten und Geflüchtete diffamiert, die deutsche Geschichte relativiert und rassistische Parolen verbreitet, der bereitet den Nährboden für rechte Gewalt. Und umso wichtiger ist eine klare Abgrenzung, eine Brandmauer nach rechts. In diesem Jahr, es war auch im Februar, als in Thüringen ein Ministerpräsident mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählt wurde. Und jetzt folgt in Sachsen-Anhalt der nächste Dammbruch. Die Ankündigung des CDU-Ministerpräsidenten, die Ratifizierung des Rundfunkänderungsstaatsvertrags auszusetzen, ist doch eine Kapitulation vor Rechtsaußen. Und so macht man sich doch zum Steigbügelhalter. Heute ist ein guter Tag für Antidemokraten und es ist ein schlechter Tag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es ist für alle ein schlechter Tag, die gehofft haben, dass die vielfach beschworene Brandmauer gegen rechts nicht nur eine Floskel bleibt, meine Damen und Herren. Mit einer Partei, deren Vertreter eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, darf es keine Zusammenarbeit geben und man darf sich auch nicht von ihr treiben lassen. Und das ist auch kein Sachsen-Anhalt-Problem, sondern das betrifft auch uns. Und alle Demokratinnen und Demokraten sind gefordert, sich dieser Gefahr von rechts entgegenzustellen, in den Parlamenten und außerhalb. Meine Damen und Herren, die schwarz-grüne Landesregierung hat auf keine dieser Krisenphänomene eine adäquate Antwort. In der Corona-Krise agiert sie wenig vorausschauend. Sie wälzt Verantwortung ab, wo sie kann. Sie tut zu wenig gegen die sozialen Verwerfungen infolge der Pandemie. Die sozialen Ungleichheiten verschärfen sich im Bildungsbereich, bei den Mieten und auf dem Arbeitsmarkt. Die Aussetzung der Schuldenbremse und der geplanten Investitionen sind Schritte in die richtige Richtung. Aber wir brauchen eine nachhaltige Abkehr vom Kaputtsparen der öffentlichen Infrastruktur. Und wir brauchen eine gerechte Verteilung von Hilfen und Kosten dieser Krise. Beim Thema Klimaschutz geht es nicht voran. Die Emissionen im Verkehr steigen, Flughafen und Autobahnen werden ausgebaut, die Energiewende stockt. Und das ist blamabel für eine Regierung, in der die Grünen den Verkehrsminister und die Umweltministerin stellen. Und im Kampf gegen rechts hat man den Eindruck, es gilt nach wie vor, Transparenz ist der größte Feind der Hessen-CDU. Statt Konsequenzen zu ziehen aus der Geschichte des NSU, statt Konsequenzen zu ziehen aus der Rolle, auch die Behörden gespielt haben, und aufzuklären und Dinge auch offenzulegen, gibt der Innenminister in der Regel nur das zu, was ohnehin schon bekannt ist. Und die Frage, wenn wir uns diese drei Krisenphänomene nebeneinander anschauen, ist ja die Frage, wie kommen wir raus auch aus dieser Corona-Krise? Kommen wir raus mit noch größeren sozialen Verwerfungen, die wir vorher schon hatten? Und da bin ich der Meinung, eigentlich würde doch diese Krise die Chance bieten, für mehr gesellschaftliche Solidarität, die wir doch gerade auch im Alltag erleben und die so viele Menschen praktizieren. Eine Chance für mehr Solidarität, für einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, weil jetzt endlich Investitionen getätigt werden. Und die wollen wir doch nicht tätigen, um an veralteten Technologien festzuhalten, sondern um eben auch Modernisierung der Technologie voranzubringen. Und diese Krise ist Anlass für ein entschiedenes Zusammenstehen gegen alle menschen- und demokratiefeindlichen Ideologien. Und ich finde, in diesem Sinne wäre es notwendig, einen Haushalt zu machen, der eben einen Blick hat auf die Schwächeren in diesem Land, auf die Ärmeren in diesem Land, auf die Menschen, die akut bedroht sind von dieser Krise. Und ich denke, Solidarität ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank.